Und damit haben wir unser Intro für diese Folge. Also die nächste. Nee, diese. Ich weiß nicht. Dann muss ich das ja nochmal schneiden. Vielleicht doch die nächste. Oder die letzte. Warte, was? Oder alle. Unser neues Titellied. Wir haben den Mund voll. Also, da ist schon ganz schön viel Kappes bei, ne? Naja, ich sag mal so, Potenzial für Aussetzer haben wir genug. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Der Florian, der hat sein Push-to-Talk noch an. Aber nicht mehr lange. Hi. Zieh dein Push-up-to-Talk aus. Toll, jetzt hängt alles auf dem Boden. Ich habe meine Pizza noch nicht fertig bekommen. Willst du mal das hören? War's. Ja, gerne. Oh, that's the sound. Ich bin gerade irgendwie positiv überrascht. Ich trinke gerade Früchtetee von gestern. Und kenne ich gar nicht. Der ist immer noch warm. Gut, wir haben einen sehr warmen November. Nein, warm, also wärmer als das Zimmer. Dann stimmt was nicht. Vielleicht gärt der. Ich finde einfach diese Thermoskanne unfassbar gut. Ich hätte mich, ich war etwas skeptisch ob der Bewertung, die ich dazu las beim Kauf, die sowas sagten wie, naja, ich habe eiskalten Eistee rein bei meinem letzten Safari-Trip in Afrika und nach 8 Stunden war der dann auch nicht mehr eisekalt. Ja, das kennen wir ja alle, das Problem. Ja, vielleicht hätte dasjenige einfach warmen Tee reintun sollen, das wäre noch warm gewesen. Safari-Tee. Jetzt kann ich mein Bier nämlich mit lauwarmem Früchtetee mischen. Wie lecker. Ein Träumchen. Das klingt ein bisschen, wie wenn man durch einen Wald geht und so kleine Stöckchen zerbrechen. Meine Fähne! Apropos durch den Wald gehen und kleine Stöckchen zerbrechen. In diesem ominösen Internet habe ich gesehen, dass es eine neue Folge vom Holzweg gibt. Ja. Ist das jetzt auf Dauer wieder so... Also, macht der noch regelmäßig? Weil irgendwie habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren. Das war jetzt die erste neue Folge seit längerem. Ah, okay. Und ich weiß nicht, wie regelmäßig das jetzt wird. Ich würde mich freuen, wenn es wieder öfter mal der Fall wäre. Ja, ich nämlich auch. Ich habe ihn heute Morgen nämlich auch gehört. Ah. Dass es so regelmäßig kam, das war dann immer so schön. Dann konnte ich mir den sonntags morgens die neue Folge laden und damit in den Wald. Ah. Hast es quasi in seiner natürlichen Umgebung konsumiert. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich habe gerade noch, um die Zeit, wenn ich die Zeit überbrückt habe hier, ein paar alte Comicstrips gelesen. Ja. Und habe einen von 1964 entdeckt, den ich ganz lustig fand. Da sitzen diese beiden Steinzeitmenschen, sitzen auf einem Hügel und schauen der Sonne zu. Und der eine sagt, was denkst du denn, wie lange es dauert, bis wir Menschen hier von hier zur Sonne kommen? Und dann sagt der andere, vermutlich viele Monde. Den mochte ich irgendwie. Schon. Dabei hatte ich dir eigentlich einen anderen mitgebracht. Einen aktuelleren. Da sagt der Sohn zum Vater,
Weißt du noch, das Karamellbonbon, das ich gegessen habe, wo mir der Zahn rausgefallen ist? Ich hatte heute $5 unter dem Kopfkissen von der Zahnfee. Der Vater grinst und sagt, und, was machst du jetzt damit? Sagt der Sohn, ich kaufe mir mehr Karamellbonbons, ich spare auf eine Drohne. Scroll, scroll, scroll. Okay. Schön, dass du in Weihnachtsstimmung bist. Ah, völlig, weißt du doch. Au. Haben wir denn heute irgendwelche Termen? Wie die Römer zu sagen pflegten. Ich weiß nicht. Tja. Ich könnte dir erzählen, dass ich meine drei Werner-Comics durchgeblättert habe und fasziniert ob des Humors war, der mir entgegenschlug. Positiv fasziniert oder? Erstmal ganz wertungsfrei fasziniert. Der Humor hat sich schon geändert. Ja. War doch ein Stück weit relativ derbe. Ich musste kurz Papierchen wegschmeißen, Entschuldigung. Ah, es hat aus sich angehört, als wäre deine Frau umgefallen. Nein, 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 die ist noch nicht zu Hause. Wo war ich gedanklich dran? Achso, eine relativ große Menge an Schimpfworten und sagen wir mal, Feminismus war jetzt nicht unbedingt vertreten. Ja. Es waren ja noch ganz andere Zeiten. Ja, es war 1982. Das waren wirklich andere Zeiten. Ja. Irgendwie hat sich der Humor tatsächlich in den letzten Jahren ziemlich geändert. Ja, ich bin nur gerade überlegen, woran ich es quantitativ festmachen könnte. Also woran man es nicht festmachen kann, sind Comedy-Serien. Zumindest die klassischen US-Comedy-Serien. Mhm. Weil die seit den 50er Jahren immer genau das Gleiche machen. Ja, das stimmt. Aber ich habe zum Beispiel in der letzten Zeit ein paar alte Clever- und Smart-Ausgaben gelesen. Ja. Ja. Es ist interessanter Humor, aber teilweise ist es doch, ja, heute nicht mehr so ganz korrekt. Aha. Ich stolperte zum Beispiel über so Dinge wie, nein, ich finde die Frauenbewegung super. Immer so hoch und runter und hoch und runter und hoch. Also. Ja. Ich glaube, da suche ich für nächstes Mal was raus. Ich habe nicht nur Clever und Smart gelesen, ich weiß nicht, ob du das kennst, das gab es auch so in den späten 80ern, frühen 90ern, die kleinen grünen Männchen. Waren auch so Comic-Alben. Muss ich kurz mal... Und Tante Google belästigt. Ich habe hier was,
Und da stehen dann Witze drin. Nee, die kenne ich wirklich nicht. Also ist an sich schon sehr sexistisch. Ah, doch. Ja. Die gab es doch auch mal im Mad Magazine, oder? Mad weiß ich gar nicht, ob es die da gab. Es kommt mir so bekannt vor. Oder ich habe es über meinem Onkel gesehen. Ah. Der mich auch zum ersten Mal mit Werner in Kontakt gebracht hat. Ich werde mal für nächstes, wenn ich dran denke, was raussuchen. Mhm. Und dann können wir uns mal ein paar der Witze. Ich muss dich warnen. Das trifft meinen Humor wahrscheinlich sehr gut. Da bin ich nicht ganz so sicher. Okay. Ich bin gespannt. Aber wo wir bei Humor sind. Ja. Ich hatte ja erwähnt, dass ich ein Käfig voller Helden wiederhole. Ja. Und ich habe mich damit ein bisschen mit beschäftigt. Mhm. Und es gab tatsächlich, also die Serie ist ja aus den 60ern eigentlich. Ja. Und das hat 92 den ersten Versuch, die auf Deutsch rauszubringen. Mhm. Das hat man nach 24 Folgen schon wieder gelassen. Okay. Und dann 2 Jahre später hat man dann neu synchronisiert. Und dann sind sie zum Hit geworden. Und es ist tatsächlich auch so, also die englische Fassung ist jetzt nicht so unheimlich lustig. Mhm. Das Deutsche durch die Dialekte und den ganzen Blödsinn. Ja. Das macht doch schon einiges aus. Und zum Beispiel ist ja dieser Oberst Klink, der redet ja immer von seiner Putzfrau, der Kalinke, die dann immer wieder erwähnt wird von allen möglichen Figuren, die nie auftaucht. Das liegt daran, dass die Figur komplett für die deutsche Synchro erfunden wurde. Okay. Ja, und auch das, seine Verabschiedung am Telefon, also anstatt des Hitlergrußes, sehe mich auch, oder Heil Kräuter. Das ist auch im Original nicht. Ach. Ja, und man hat scheinbar mehr Zeit. Ja, man hat scheinbar auch viel inhaltlich verändert. Mhm. Also während im Original meistens so Waffenfabriken oder Munitionstransporte oder sowas in die Luft gesprengt werden. Mhm. Es ist im Deutschen Fabriken für Schnaps, für synthetisches Toilettenpapier, fertig Bratkartoffeln für die Ostfront. Witzig. Ja. Und dann passieren natürlich auch so Sachen wie, sie sprengen mit einem brennenden Pfeil einen Transport mit nachgemachter Coca-Cola in die Luft. Der explodiert natürlich auch ganz einfach. Im Original war es Flugzeugtreibstoff. Das hier gibt mehr Sinn. Aber diese neue Übersetzung ist von Rainer Brandt, wenn dir der Name was sagt. Irgendwas klingelt da, ja. Ja, der hat viel gemacht. Und dieses Schnodderdeutsch, was auch bei zum Beispiel die 2 war mit Roger Moore und sowas. Also der hat sich nicht wirklich ans Original groß gehalten da, sondern hat das Ganze dann doch noch lustiger gemacht. Der hat aber auch sowieso viel gemacht. Also Mesh hat er die deutschen Dialoge geschrieben. Auch Comedies wie Alle unter einem Dach oder Seinfeld oder Frasier oder alles mögliche. Rauchende Colts. Dieser Western-Klassiker. Also er hat einiges gemacht. Weshalb ich aber das überhaupt jetzt hier erzählt habe, wobei ich könnte noch weiter erzählen. Mach mal, wir haben ja Zeit. die Schauspieler, die Deutschen gespielt haben, also ob es jetzt Oberst Klink war oder Schulz oder auch dieser General Burkhalter, das sind alles von Deutschen oder von Schauspielern gespielt worden, die Juden waren. Okay. Und Werner Klemperer, der auch, also der den Colonel Klink gespielt hat, ja, der hat auch darauf bestanden, dass die Deutschen immer verlieren müssen. Mhm. Sonst würde er diese Rolle nicht spielen. Ich glaube, wenn er die deutsche Fassung kennen würde, würde es ihm wahrscheinlich auch besser gefallen, auch wenn die Deutschen so richtig. Es gibt ja die Sekretärin Hilda.
Beziehungsweise sie hat dann irgendwann andere Namen, die Schauspieler wechseln. Aber eine dieser Darstellerinnen war mit Bob Crane verheiratet, der den Colonel Hogan gespielt hat. Ah. Ja, dann gibt es natürlich die große Frage, wo spielt das jetzt genau? Ich mach's kurz. In einer geografischen Lage, die komplett nicht mit Deutschland übereinstimmt. Ursprünglich war Walter Matthau für die Rolle des Colonel Hogan angedacht. Mhm. Aber das ging dann an Bob Crane. Da habe ich ja letztes Mal gesagt, ich hätte da was. Okay. Bob Crane, geboren 1928, gestorben 1978. Ist ja hauptsächlich eben durch diese Serie bekannt geworden. Er hat vorher in der Donna Reed Show für einen ganzen Haufen von Episoden mitgespielt. Und auch nach der Serie hatte mal die Bob Crane Show, also seine eigene Sendung, und hat hier und da mal mitgespielt, wo eigentlich alle mitspielen, so Quincy, Loveboat und so. Crane war am Anfang ein religiöser Familienmensch. Das hat sich dann aber mit seinem Ruhm auch ein bisschen geändert. Also ja. Er war nicht nur in der Serie ein Frauenheld. Und er hat dann im Laufe der Serie einen Mann kennengelernt namens Richard Dawson. Den Namen kenne ich doch irgendwie. Ja, aber das ist nicht der Richard Dawson. Ach so. Nein, das ist ein anderer, der war Manager bei einer Sony-Filiale und hat sich mit Robert Crane angefreundet und hat ihm auch immer wieder Video-Equipment überlassen, weil Crane hatte die Angewohnheit, seine sexuellen Eskapaden zu filmen. Angeblich wussten die Frauen meistens davon, scheinbar nicht alle, wie sich später herausgestellt hat. Meistens, das ist natürlich auch eine schöne Formulierung. Ja. Ne? Die beiden sind halt zusammen ausgegangen und dieser Dawson, Quatsch, nicht Dawson, Dawson ist ein Schauspieler, der Mann hieß, wie hieß der denn? Henry Carpenter. Ah. Dawson war auch ein Schauspieler, durch den hat er ihn kennengelernt in der Serie. Also dieser Carpenter ist mit ihm dann ausgegangen und hat von seinem Ruhm profitiert. Das heißt, er konnte auch Frauen abschleppen. Mhm. Sie haben das dann auch beide gefilmt. Mhm. Parallel oder seriell? Wohl auch beides. Okay. Also, ja. Irgendwann wollte wohl Bob Crane dann Carpenter loswerden. Das hat ihn in ein Lager gesperrt. Nein, nicht ganz. Muss das wohl seinem Sohn mal gesagt haben. Ja, auf jeden Fall wurde am 29. Juni 1978 Bob Crane tot in seinem Apartment aufgefunden. Ihm wurde der Schädel eingeschlagen, vermutlich mit einem Kamerastativ. Aha. Und man hat natürlich John Henry Carpenter festgenommen unter Mordverdacht. Ja. Man konnte aber nicht wirklich was beweisen. Es gab zwar eine Blutspur, aber natürlich keine Möglichkeit, das richtig zu untersuchen. Also wurde keine Anklage erhoben. Wahnsinn. Es ging doch weiter. Okay. 1994 wurde nämlich das Verfahren gegen Carpenter wieder aufgenommen. Und diesmal kam es zu einer Anklage. Man hat Spuren untersucht, wobei tatsächlich schon ein paar verloren gegangen sind im Laufe der Jahre. Und er wurde freigesprochen. Huh. Er ist dann auch 4 Jahre später gestorben. Und es gibt aber mittlerweile Hinweise darauf, dass 2016 wurden nochmal die DNA-Spuren mit heutigen Methoden getestet. Dass die Spuren aus dem Auto von Carpenter zu einem unbekannten Mann gehören und dass die zweiten Spuren so zersetzt sind, dass man nicht rauskriegt, von wem sie stammen. Das heißt, vielleicht war es tatsächlich nicht, aber naja, wir werden es wohl nie erfahren. Es gibt ein Sachbuch, The Murder of Bob Crane, das habe ich tatsächlich vor einigen Jahren mal gelesen. Ja.
Da geht es auch darum, wie er halt von diesem moralischen Familienmann zum Sexsüchtigen wird, der auch gerne mal spielt und ja, ja. Das Ganze ist wohl auch verfilmt worden. Das kenne ich jetzt aber leider nicht. Okay. Ja. Oh, wieder was gelernt. Ich hatte nämlich irgendwann mal die Idee, man könnte ja mal einen Podcast machen über Hollywood-Skandale. Gerade so in den frühen Jahren gibt es einiges her. Ja. Es gibt ein schönes Buch, Hollywood Babylon. Werde ich später irgendwann mal drauf kommen. Muss ich nämlich nochmal reingucken. Und da wird dann einige sehr skurrile Sachen werden da erzählt. Ach ja. Übrigens geht meine Nase zu. Dachte ich auch. Ich bin heute Morgen aufgewacht und fühlte mich ein bisschen auf links gedreht irgendwie. So Nase zu, Hals kratzt, bäh. Und habe daraufhin eben Curry gekocht. Und zwar Curry mit Thai Curry extra Schafpulver. Und ja, was soll ich sagen? Geht wieder. Dann soll ich das vielleicht auch mal probieren, denn so richtig fit bin ich auch nicht. Einige Taschentücher durchgepustet nach dem Essen, aber jetzt fühle ich mich irgendwie A, leichter und B, luftiger. Innerlich wieder. Ja, genau, luftiger. Innerlich entschlackt. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen matschig. So an der Grenze zwischen krank werden und nicht krank werden. Ja. Mal gucken, was sich da so in den nächsten Tagen entwickelt. Nimm doch ein Erkältungsbad, Junge. Will ich vielleicht noch tun. Schade. Kopfüber. Nicht. Ach, ich habe Filme gesehen. Oh je. Ja, gut. gehen wir erst gar nicht weiter darauf ein. Ich proste dir zu, Genosse, mit meinem Kinderbier hier. Yay. Also 0,3er halt. Ich habe auch Filme gesehen. Welche? Ach, diverses. Mhm. Ich habe ein paar alte Tarzan-Filme geguckt, also richtig alte Tarzan-Filme. Und ich musste ob der Spezialeffekte doch sehr lachen. Wenn die Schlange angreift und du genau siehst, wo diese Plüschschlange befestigt ist, damit sie sich bewegt und wie sie sich bewegt. Also ich habe Schlange noch nicht so hüpfen sehen. Aber Cheetah kam zur Rettung. Yay. Und weil das gerade so passt, ich habe dir natürlich einen Film mitgebracht. Okay. Phänomena, düb, dü, 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 dü. Phänomena, düb, dü, dü, dü. Ein Film von Dario Argento, einem italienischen Regisseur aus dem Jahr 1985. Ja. Wir hatten ja vor kurzem, du hast ja erwähnt, dass du den Dunklen Kristall geguckt hast. Ja. Dann hatten wir auch über Labyrinth ein bisschen geredet. Genau. Etwa zur selben Zeit und auch in der Hauptrolle Jennifer Connelly. Damals, keine Ahnung, etwa 14 oder so, spielt ein Mädchen, das also die Tochter eines Regisseurs und muss irgendwie in die Schweiz, in das Mädcheninternat Richard Wagner. Ja. Natürlich gibt es dort in der Gegend einen Serienkiller, der Mädchen in diesem Alter tötet. Ja, klar. Natürlich. Sie schlafwandelt und kann dabei auch irgendwie einen Mord mitsehen. Aber sie schlafwandelt doch. Ja, sie landet dann auch irgendwie zufällig bei einem Insektenforscher, der mit Hilfe seiner Insekten die Morde aufklären soll. Also man kennt das ja aus CSI, so die Tatzeitpunkte, okay. Und sowas. Dachte schon. Ja, dabei stellt sich heraus, dass sie mit Insekten reden kann.
Und dieser Insektenforscher, übrigens gespielt von Donald Pleasence aus den Halloween-Filmen, hat eine Krankenschwester, eine Schimpansin namens Inge. Deswegen kam ich da drauf. Ja. Man merkt schon, dass der Film vielleicht ein bisschen überladen sein könnte. Was für ein Genre ist das? Es ist ein Horrorfilm. Denn mit Hilfe dieser Insekten, die sie telepathisch kontrollieren kann, mit denen sie kommuniziert, kann sie tatsächlich herausfinden, wer der Mörder ist. Es ist der, sagen wir mal, vielleicht knapp 10-jährige Sohn der Internatschefin, der im Keller angebunden war, weil er ein Mutant ist. Ja, wart's ab, es geht noch geiler. Also dieser Insektenforscher stirbt dann und sie wird dann halt auch bedroht von dem Killer. Es kommt zu einem großen, sehr widerlichen Showdown. Und sie hat fast keine Chance mehr. Doch dann erscheint der Affe mit einem Skalpell in der Hand. Rettet sie. Zerfleischt den Angreifer mit dem Skalpell. Und in der letzten Einstellung des Films umarmt sie den Affen. Happy End. Naja, fast. Diese letzte Einstellung ist dreimal gedreht worden. Man hat die zweite Version genommen, weil in der dritten Version hat der Affe Jennifer Connelly ein Stück des Fingers abgebissen. Ja. Dario Argento hat gehofft, dass das sein großer Durchbruch in Amerika wird. Aha. Es war der letzte Film, der in Amerika von ihm ins Kino kam. Was jetzt nicht weiter verwunderlich ist. Er stand lange hier auf dem Index in Deutschland. Mittlerweile ist er wieder freigegeben. Ob man ihn unbedingt gucken sollte. Also er hat einen interessanten Soundtrack, das muss ich schon sagen. Okay. Die Band Goblin, weiß nicht, ob du die kennst, die hat gerade für so italienische Filme viel gemacht. Die hat da einiges dazu beigetragen, aber ansonsten wird ganz viel Heavy Metal reingeknallt, unter anderem Iron Maiden. Ach was. Es passt nicht immer ganz zu dem Film, aber... Also man kann ihn tatsächlich aufgrund seiner absoluten Skurrilität gucken. Wer da aber jetzt wirklich eine intelligente Unterhaltung erwartet, der sollte dann doch lieber zu was anderem greifen. Vielleicht zu dem Remake von einem Argento-Film, der jetzt ins Kino kommt, Suspiria. Aha. Da habe ich schon einiges Gutes von gehört. Okay. Noch gar nicht gehört. Denn. Also das Original ist auch interessant. Auch von der Machart her ziemlich cool. Das muss ich schon sagen. Also er hat da sehr viel mit Farben gespielt. Ja. Storytechnisch ist es halt, ja, kann man gucken. Aber... Es spielt, glaube ich, auch in Deutschland zum Teil. Ja, ja. Hm. Irgendwas mit RAF und Nazis? Nein. Was doch? Jetzt verwirrst du mich. RAF-Nazis? Ich überfliege nur gerade den Wikipedia-Artikel. Ist schon länger her, dass ich den gesehen habe, deswegen RAF-Nazis. Ich finde keine RAF-Nazis. Es ist auf jeden Fall der erste Teil seiner Drei-Mütter-Trilogie. Es folgte dann irgendwann Inferno, der als einer seiner schlechtesten Filme gilt. Und erst 2007, also dieser erste Teil, ist von 77. Und 2007 hat er dann mit Mother of Tears den letzten Teil gedreht. Der ist jetzt auch nicht unbedingt super toll.
Aber diese italienischen Giallos, wenn man weiß, worauf man sich da einlässt, kann man die eigentlich auch immer mal gerne gucken. Also, okay. Der Name stammt ja von, also heißt einfach Gelb Giallo. Stammt davon, dass diese Krimi-Thriller-Bücher damals einfach gelbe Einbände hatten. Ah. Jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster und behaupte einfach mal, die von mir relativ geschätzte Band Eisregen hatte 2017 ein Konzeptalbum namens Fleischfilm, wo es, wenn ich es richtig mitbekommen habe, quasi nur um die Vertonung italienischer schlechter Horrorfilme geht. Das erste Lied heißt zum Beispiel Drei Mütter. Ah, das siehst du. Dann, ja. Ich kenne dieses Album nicht, auch wenn ich Eisregen eigentlich ganz gerne höre. Ich habe sehr viel lachen müssen bei dem Album. Ja, das muss man manchmal da öfter. Weil es selbst für Eisregen Verhältnisse sehr, sehr abstrus komisch wurde. Ja, wenn ich so die Titel mir angucke, das könnte schon, ja. Also lohnt sich auf jeden Fall mal zu hören, finde ich. Ist auch mal was anderes, weil vom musikalischen her ist es nicht typisch Eisregen. Ja, ich sehe gerade ein wenig ruhiger. Ja. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Mach das. Also anhören. Das ist vielleicht sinnvoll. Geht auch. Was machen wir denn noch mit diesem anerbrochenen Abend? Nein. Außer Porno-Dialog. Ich dachte, wir machen heute noch eine Geschichte. Wir schreiben einen Film. Okay. Ich habe 10 Genres aufgeschrieben. Ja. Und du sagst mir jetzt eine Nummer, wie ich sag dir, welchen Film wir machen. Okay. Ich mag ja vom Prinzip her Primzahlen am liebsten. Also nehme ich die 4. Oh, eine Slasher-Familienkomödie. Ach, fuck. Das hätte auch noch schlimmer werden können. Ich verrate nicht, was ich sonst noch alles da drauf habe. Denn vielleicht machen wir das irgendwann ja nochmal wieder. Okay. Was muss ich tun? So, jetzt überlegen wir uns die Handlung einer Slasher-Familienkomödie. Okay. Alles beginnt in einem abgelegenen, weiß gestrichenen Haus. In Vermont. Wir haben so die typische atomare Familie. Vater, Mutter, 2 Kinder. Und irgendwas mit Krakenarmen. Der Hund. Okay. Ciao, Tulu. Jetzt müssen wir uns überlegen, bedroht der Killer die Familie oder? Ist nicht die Familie selber der Killer? Ja, das müssen wir uns überlegen. Fände ich besser. Vielleicht bekommen sie neue Nachbarn. Kurz, ja. Wir beginnen die Geschichte damit, dass die Kinder spielen im Garten. Man sieht ein Auto anfahren, der Vater steigt aus, adrett in Anzug, mit Hut, trägt einen Aktenkoffer bei sich. Die Mutter mit Schürze, so richtig altmodisch, ruft die Kinder zum Essen rein. Die freuen sich, Daddy ist daheim, Daddy ist daheim, juhu! Und er stellt den Aktenkoffer auf den Tisch und begrüßt seine Familie. Nein, den Aktenkoffer stellt man nicht auf den Tisch, er stellt den Aktenkoffer auf den Boden. Und die Mutter kommt mit einem großen Tablett an, mit so einer Haube drauf,
und sagt, das Essen ist fertig, Schatz. Alle freuen sich, alle sind glücklich, und dann nimmt sie die Haube ab und wir sehen darunter einen abgetrennten Kopf. Ich bin mir nicht sicher. Wirklich ein Kopf? Oder setzen sich an einen Tisch? Nicht einfach sowas wie Würste? Aus Nachbarn? Ne, die Nachbarn ziehen ja erst noch ein. Ja, die neuen. Ach so. Okay, ein Kopf. Ich will dich nicht... Nein. Man muss es ja nicht direkt übertreiben. Wir nehmen erstmal den Kopf. Ja, wenn wir direkt jetzt schon Würste nehmen, sind wir FSK 18. Sind wir das nicht sowieso? Ach so, ja. Möglich. Okay, dann nehmen wir den Kopf. Dann ziehen die neuen Nachbarn ein. Sind die Augen noch drin? In den Nachbarn? Nein, in dem Kopf. Das kommt drauf an, wie er zubereitet ist. Deswegen frage ich. Ich würde sagen, sie sind geschmolzen. Okay. Schmorkopf ist der beste Kopf. Schmorkopf. Vielleicht fragt auch eins der Kinder noch, kriege ich diesmal das Ohrläppchen? Ich wollte gerade sagen, kriege ich die Haut, die knuspert so schön? Ja. Nein, deine Schwester ist diesmal dran. Hör auf, den Hund zu füttern. Der Hund glitscht auf seinen Tentakel neben dem Essen hin und her. Mhm. Nach dem Essen sitzt der Vater mit einer Pfeife im Wohnzimmer. Das Radio läuft, also nicht mal der Fernseher, sondern das Radio, so ganz klassisch. Oh, ja. Die Kinder, was machen die Kinder denn? Liegen im Bett unter der Bettdecke und lesen mit der Taschenlampe. Das ist aber noch ein bisschen früh. Nein. Das war früher so, da mussten die Kinder früher ins Bett. Okay, also... Ich habe meinen Kopfhörer verloren. Die Kinder sind im Bett, die Mutter macht den Abwasch, der Vater raucht Pfeife und liest Zeitung und da klingelt es. Ding dong. Der Hund klitscht zur Tür. Ja. Und macht wiff, wiff, blubblub, wiff. Ich möchte den Hund haben. Der Vater steigt auf, schiebt den Hund ein wenig mit dem Fuß zur Seite. Und dann stehen die neuen Nachbarn da. Ein junges Pärchen, debil grinsend. Mit einem Aprikosenkuchen als Begrüßungsgeschenk. Guten Tag, wir sind die neuen Nachbarn. Und wir haben einen Aprikosenkuchen dabei. Ach, das ist aber nett, kommen Sie doch rein. Den Hund weiter mit dem Fuß wegschiebend. Der Hund kann sich natürlich auch so schön einfach drum wickeln um das Bein. Das könnte er bei dem Nachbarn machen. Chatuli, hör auf damit. Das macht er sonst bei niemandem. Keine Sorge, die Tintenflecken gehen wieder raus. Ja, kommen Sie doch rein. Ach, ist das schön. Wir hatten schon so lange keine netten Nachbarn mehr. Und Sie stellen den Aprikosenkuchen auf den Esstisch. Und nehmen Platz. Während das die Dame des Hauses nach einem Messer sucht, um den Kuchen zu schneiden. Oder sie öffnet eine Schublade, die voll mit riesigen Hackmessern ist. Ach, ich glaube, ich bin verliebt. Also die Nachbarn sind eher mit dem Rücken zugewandt, sodass sie nicht sehen, wie sie mehrere dieser großen Messer rausholt, sie träumerisch anguckt und wieder zurücklegt, bis sie dann endlich ein Kuchenmesser gefunden hat. Es gibt extra Kuchenmesser? In diesem Haushalt ja. Ah, ein gut sortierter Haushalt. Das müssen diese besser gestellten Leute sein. Ja, natürlich. Kommen bestimmt aus Kanada.
Naja, ist ja von Vermont aus nicht so weit, oder? Ja, eben. Ich muss gestehen, ich habe gerade eine Karte offen bei Wikipedia, um zu gucken, wo überhaupt. Aber egal. Ich würde auch sagen, dieser Film spielt so Frühling oder Herbst, was meinst du? Herbst. Herbst, ja. Also die Blätter sind wundervoll bunt. Es ist noch sonnig draußen. Echt? Die Kinder sind auch schon im Bett? Ja. Ja gut, das war früher so. Das war früher so. Die Mutter lässt den Hund hinten raus, weil er immer wieder am Bein des Nachbarn rammelt. Wie rammeln eigentlich Tintenfische? Das besprechen wir in der nächsten Episode. Da lernen wir einen Experten dazu ein, Jonas oder so. Okay. Und dann schauen wir mal. Tutti frutti di mare. Die Nachbarn wundern sich, dass das Haus so günstig war. Weil es eigentlich voll die schöne Wohngegend ist und gute Schulen. Ja. Natur. Aber ihre Vorgänger sind ja einfach verschwunden. Bestimmt, Haus einfach so zurückgelassen. Bestimmt nach Kanada abgehauen, weil ihnen Trump nicht gepasst hat. Der berühmte 1950er Trump. Na, nur die Familie ist aus den 50ern. Wir spielen so. Die ganze Zeit. So, jetzt muss aber auch mal wer zersägt werden, oder? Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt am nächsten Morgen. Der Vater verabschiedet sich zur Arbeit. Nimmt seine Aktentasche vom Tisch. Genau. Ha. Wo er sie hingestellt hat. Genau. Und er arbeitet im Finanzwesen. Er treibt das Geld für einen Mafiosi ein, wenn ich bezahlen kann. Ich stelle mir gerade ein großes, graues, schuppiges Tier vor, das auf einem großen Sack Geld liegt. Ich bin das Finanzwesen. Und er muss jeden Tag quasi so reinkriechen, um darin zu arbeiten. Führe diese Idee weiter aus. Später. Deshalb hat er bestimmt auch in seiner Aktentasche einen Überzieher für sein Köfferchen. Sonst wird das ganz schmutzig. Nein, er zieht sich davor natürlich aus. Und ölt sich ein? Ob er das muss? Wie glitschig ist das Finanzwesen denn? Meiner Erfahrung nach sehr. Ja, aber andererseits, bei Gleitgel gilt viel, hilft viel. So auch bei Rindertalg, mit dem er sich dann einschmiert von Kopf bis Fuß, um schneller an seinem Arbeitsplatz zu sein, if you know what I mean. Aber vorher öffnet er noch seinen Aktenkoffer. Und was nimmt er denn raus? Eine Streitaxt? Ja, oder einfach eins von diesen ganzen Hackmessern. Ich habe nämlich die Vermutung, diese ganzen Hackmesser zu Hause hat er alle von Arbeit mitgehen lassen. Dann nimmt er am besten zwei Stück raus. Zwei richtig große Hackmesser. Und schlüpft kopfüber in das Finanzwesen. Mhm. Schnitt. Die Kinder gehen zur Schule. Und werden gehänselt. Jetzt wird's aber eklig. Ja. Von einem großen rothaarigen Kind. Du magst keine großen rothaarigen Kinder? Ich mag keine rothaarigen Kinder, nein. Gut, dann nehmen wir ein großes rothaariges Kind. Und sie lassen die Hänseleien alle über sich ergehen. Schnitt. Die Mutter geht einkaufen und bekommt mit, wie irgendeine arrogante Nachbarin hinter ihrem Rücken im Supermarkt Blödsinn über sie erzählt. Das ist bestimmt Platsch. Die Mutter von einem rothaarigen Kind. Von mir aus kann man sie. Das gäbe zumindest Sinn. Gut. Schnitt, Schule ist aus. Oder? Ja. Die Kinder gehen. Ja? Ja?
Ja, ich war am Überlegen, ob sie mit dem Fahrrad nach Hause oder... Ich wollte sie so zu Fuß über einen herbstlichen Spielplatz, der relativ leer ist. Nur das rothaarige Kind ist da, sitzt auf der Schaukel. Mit einem Stein in der Hand. Lacht hämisch. Und ärgert die beiden wieder. Spuckt auf den Stein und wirft ihn. Und das Mädchen fängt ihn einfach auf. Und wirft ihn zurück, direkt an seine Stirn. Mit sehr viel Schwung natürlich. Es macht Klonk und der Junge geht zu Boden. Klonk oder mehr so und Knack? Ich würde sagen Klonk. Okay. Also ich hätte gerne, dass er noch lebt, wenn sie ihn zerteilt. Ja, ich auch, aber... Ja, okay. Ja, dann... ich folge mal deinem gedanklichen Pfad einfach. Meinem kranken Hirn. Fantasie. Kinder, das Wort, das du suchst, ist Fantasie. Nukular. Die Kinder grinsen sich an. Und schleifen das rothaarige Kind hinter sich her in so ein Spielhaus, oder? Ja. Wo so eine Rutsche von runter geht. Also ich stelle mir vor, dass das Letzte, was man von dem rothaarigen Kind sieht, wenn die anderen fertig sind, dass das noch so aus dem Sandkasten deiner Hand rausguckt oder sowas. Okay. Ich hatte so den Gedanken, dass... ne, so eine Rutsche und oben an der Rutsche ist so ein kleines Spielhäuschen und wenn sie mit dem fertig sind, läuft so ein kleines rotes Rinnsalgerutsche. Ja, runter. Das ist auch schön. Also wir sind uns aber einig, dass man nicht sieht, was sie tatsächlich mit dem Jungen machen. Okay. Oder? Ja, oder wollen ja. wir richtig? Nö, ach. Ist ja ein Familienfilm. Stimmt. Eine Familienkomödie. Sogar. Ja, eben. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Humor. Der Junge haut sich noch den Kopf am Häuschen an. Bung. Zwar immer Slapstick, wieder. Alle lachen. Gut. Also alle bis auf einen. Ja, gut. Rothaariger Spielverderber. Ja. Zurück zur Mutter. Ich würde sagen, sie hat eingekauft, ist jetzt wieder zu Hause und ist... das Essen abzubereiten für ihre Familie. Ist das aber nett. Was gibt's Gutes? Kopfsalat. Also die Reste vom Vortag. Menschenauflauf, ja. Ja. Währenddessen, um die Komik noch ein wenig auszubauen, stellt der Tintenfischhund irgendwas Blödes an. Okay. Vielleicht geht er über den Zaun rüber zu den neuen Nachbarn, die gerade so am Einräumen sind und stellt wieder irgendwelche Sachen an. Pinkelt ihn an die neue weiße Couch mit Tinte oder sowas. Jagt Eichhörnchen. Oh. Frisst auch das Eichhörnchengehirn? Und das ist ungesund. Eben drum. Dann bekommt der Eichhörnchen Wahn und muss 2 Tage krank im Bett bleiben. Ich glaube, er frisst das Hörnchen. Oder er verbuddelt das Hörnchen im Garten. Und nur noch der Schwanz rausguckt? Ja, so als... Okay. Genau, das könnte sich so schön durch den Film ziehen, dass überall irgendwo was rausguckt. Und im nächsten Frühjahr wächst das schöne Eichhörnchenbaum. Oh. Ach ja, das gefällt mir. Ich finde gerade diese unbewusst entstandenen Parallelen sehr schön zwischen dem rothaarigen Kind und dem rothaarigen Tier. Ja. Wobei natürlich die amerikanischen Eichhörnchen eher grau sind, aber das ist ja egal. Ja. Außerdem ist es natürlich eine Analogie. Nee, wie heißt es? Analogie auf Trump. Du hast dann gerade gesagt. Ja. Ach ja, so könnte übrigens, wenn wir bei Anal schon sind, der Vater seinen Arbeitsplatz verlassen. Stimmt, muss er auch so langsam mal, ne? Ja. Er flutscht raus. Genau, wischt sich mit einem Taschentuch die Stirn trocken. Ja, zieht seinen Anzug wieder an, packt sein Messer wieder ein und kehrt zurück. Stempelt noch mit seiner Karte, so ping, die Stechuhr. Man sieht den Kollegen von nebenan blutverschmiert aus dem Büro kommen. Sie grüßen sich.
Night Ralph, Night Sam. Und im Nebenzimmer steht an der Tür Personalwesen. Oh nein. Man sieht, während die Tür zufällt, sieht man einen großen schleimigen Blob, der aus ganz vielen Menschen besteht. Ja, ich hatte gerade so eine riesige Schnecke im Kopf. Also, nein. Du weißt, was ich meine. Ja. Aber okay. Als Fiction-Film machen wir das nächste Mal mit Schneckenköpfen. Okay. Nach Hause Kopfsalat. Kopfsalat. Und als sie alle beim Abendessen sitzen, klingelt es an der Tür. Und die Mutter des rothaarigen Kindes steht davor, wutentbrannt. Weil mit der Polizei. Ohne Polizei? Polizei? Also man hat mal... So ein Dorfpolizist, oder? Ja, ein Rothaariger. Ihr Mann. Ach ja, ihr Neffe oder sowas. Ihr Schwager. Ihr Schwager. Und sie keift drauf los. Und die Mutter ruft natürlich pflichtbewusst ihre Kinder. Genau, und den Mann. Und den Mann. Während der Hund den Dorfpolizisten rammelt. Aber sie kann die Frau überzeugen, dass ihre Kinder natürlich nichts mit dem Verschwinden ihres Sohnes zu tun haben. Auch wenn das die letzten waren, die mit dem rothaarigen Kind gesehen wurden. Und wurden sie gesehen? Ja, bestimmt. Das ist auf dem Land, da weiß jeder, was jeder tut. Na gut. Bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht sagen sie auch noch sowas wie, ich weiß ja nicht, aber haben sie mal diese neuen Nachbarn gefragt? Die sind irgendwie komisch. Eine gute Idee. Die sind irgendwie komisch, die haben uns diesen fürchterlich schmeckenden Aprikosenkuchen mitgebracht. Tja, eigentlich wollte ich jetzt den Bogen dahin schlagen, dass sie die Mutter des rothaarigen Kindes doch reinbitten und sie beruhigen wollen, weil, das Kind taucht bestimmt wieder auf. Wollen sie eine Tasse Tee oder ein Likörchen? Ja, aber die Mutter lehnt doch ab, oder? Ja, leider, weil der Polizist dabei ist. Ja, überhaupt. Aber sie lassen irgendwann fallen, wer denn der Zeuge ist. Es gibt Zeugen, stimmt. Das hast du ja gesagt. Ja. Und deswegen würde ich sagen, die Kinder werden ins Bett geschickt. Und der Vater sagt, ich gehe noch mal raus. Und er nimmt seinen Aktenkoffer und seinen Hut. Er hat noch was im Büro vergessen. Die Kinder gehen aber nicht wirklich ins Bett, oder? Die stellen sich nur schlafend und verlassen dann am wilden Wein, der das Haus hinaufrankt, runterkletternd ihr Schlafzimmer. Genau, und buddeln das Eichhörnchen aus. Okay. Und nehmen es mit und bringen es in ihr geheimes Lager auf dem Dachboden, auf dem lauter tote, halb verweste Eichhörnchen sind. Ich hätte jetzt gedacht, dass die aus den Oberschenkelknochen des Eichhörnchens die so anspitzen zu so kleinen Nägeln. Oder sie schneiden es in Teile und machen ein Eichhörnchen Frankenstein. Der so langsam auf dem Dachboden. Mal gucken, ob wir das weiterverfolgen, aber ja. Vielleicht kommt das dann in Teil 2 vor. Na, ich glaube, vielleicht können wir es fürs Finale brauchen, wenn noch was. Aber ich würde sagen, der Vater klingelt erstmal bei den Zeugen. Es läuft irgendwelche sehr fröhliche Musik, während der Vater den Zeugen auf sehr brutale Art schlachtet. Okay. Und dann sieht man, wie der Vater mit zwei großen Plastiktüten nach Hause kommt, die in die Küche stellt und zu seiner Frau dann ins Bett geht und sagt, ich hab dir was mitgebracht. Aus den Plastiktüten läuft noch Blut raus. Mir ist da was vors Auto gelaufen. Ja, ja.
Jetzt hast du natürlich meinen Plan irgendwie ein bisschen vereitelt. Oh, entschuldige. Welchen Plan? Mein eigentlicher Plan war ja gewesen, dass die Kinder schneller sind. Ja. Ja, aber so ein Vater muss doch sich um seine Familie kümmern. Ja, aber so ein paar vorwitzige Gören. Was hältst du davon, wenn die Nachbarn eine Einweihungsfeier geben und die vorwitzigen Gören ihren Frankenstein-Eichhörnchen auf die Party loslassen? Aber ich würde sagen, wir bräuchten vor dieser Eskalation noch einen Tag, an dem noch was anderes passiert. Am nächsten Tag in der Schule sitzen diese vorlauten Gören im Unterricht, während der Polizist mit seinem Kollegen die Kinder befragt, wer denn als letztes diesen Jungen gesehen hat. Währenddessen schlurft eine Oma über den Spielplatz und sammelt die Kacke von ihrem Mini-Hund auf. Gibt sie in den Sandkasten und sieht die Hand rausgucken, guckt ganz entsetzt und nimmt dann ihr Kackschäufelchen und kippt die Hand zu mit Sand und geht weiter. Genau. Ah, dass die Leute immer alles überall liegen lassen müssen. Ja. Was bekommt denn der Polizist raus in der Schule? Nicht viel, oder? Gar nichts, der ist ja ziemlich dumm. Aber vielleicht lassen die Kinder nochmal irgendeine Bemerkung fallen, dass mit den neuen Nachbarn bestimmt was nicht stimmt. Die haben so eine komische, fleckige Couch. Genau, die machen einfach nicht richtig sauber. Was macht denn die Mutter? Auflauf. Ach so, ja. Genau, die sieht man in der Küche, wie sie die Teile des Zeugen auseinander nimmt. Die großen Messer, die Finger klein hackt. Und sagt, von Zwiebeln muss ich immer weinen. Okay. Und währenddessen klingelt die neue Nachbarin und lädt sie halt zur Einweihungsfeier am nächsten Tag ein. Ja. Ja? Zack, der nächste Tag. Nein. Oh, okay. Ich hatte noch überlegt, der Hund könnte noch vor ein Auto laufen. Was? Nein. Doch, aber er spielt natürlich nur. Er könnte sich vielleicht an einem Auto so am Rad, wie so eine Radkappe, so festkratzen. Und dann dreht er sich mit. Hui. Ja, und da muss er brechen an der Ampel. Genau, er springt dann ab und vor ihm steht ein ganz verwirrt guckendes Eichhörnchen. Er kotzt auf das Eichhörnchen. Der Vater kommt abends nach Hause. Ihm hängt noch irgendein Stück Gedärm im Haar, das die Mutter lachend wegzupft, als sie seinen Hut abnimmt. Und sie sagt, wir sind morgen bei den Schnitzelhubers eingeladen, den neuen Nachbarn. Du sollst doch nicht immer Arbeit mit nach Hause bringen, Schatz. Ja. Ach, was wieder ein harter Tag im Büro. Ja, das Finanzwesen lässt mir keine Ruhe. Ach, ach, ach. Sei froh, dass du nicht mehr im Bestellwesen arbeitest. Ja, der hatte einen Engpass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der nächste Tag ist dann aber ein Samstag, oder? Ja, Einweihungspartys bei den Schnitzelhubers sind immer samstags. Genau. Kommt denn auch die Mutter dahin? Also von dem Rothaarigen? Ja. Ja, schon. Aber zusammen mit dem Polizisten, weil sie glaubt, dass die was mit dem Verschwinden ihres Sohnes zu tun haben. Findest du nicht, dass es der Polizist das echt komisch findet und sagt, nee, da komme ich nicht mit, das kann doch nicht sein, das bildet sie dir nur ein? Der ernstzunehmende Polizist, der
Schwager nicht. Okay. Na gut, ich komme mit, aber erzähl Mutter nichts davon. Die Kinder sind wieder auf dem Dachboden. Mhm. Schrauben an ihrem Eichhörnchen rum. Ja. Sie führen ein paar 9-Volt-Batterien ein. Und während sie dann gerufen werden, sie sollen sich fein machen für die Party, beginnt das Eichhörnchen zu zucken. Oder nein, sie lassen den Dachboden offen. Irgendwie das Eichhörnchen an irgendwas angeschlossen und irgendwann kommt nämlich der Hund hoch und legt den Hebel um. Und als das Eichhörnchen erwacht, zieht der Hund den Tentakelschwanz ein und rennt wieder weg. Und das Eichhörnchen... Hatte jetzt eher gedacht, dass das Eichhörnchen den Hund packt an seiner... Wie heißt dieses... ich will nicht sagen an seinem Sack, aber dieses Dings, was oben an Tintenfischen ist, dieser Beutel. Du weißt, was ich meine. Es packt den Hund beim Sack, steigt auf und reitet damit los, ja. Richtung Nachbarn. Und bei den Nachbarn ist die Party im vollen Gange. Sie entschuldigen sich bei ihren Gästen für die Flecken auf der Couch. Sie wissen auch nicht, wie das passieren konnte. Das muss beim Umzug geschehen sein. Auf diese mexikanischen Umzugshelfer ist kein Verlass mehr. Nein, nein, nein. Zum Glück ändert das Trump bald. Die Mutter hat eigene Mauer um jeden Amerikaner. Vor allem um Kanada. Damit diese verdammten Mexikaner nicht aus Kanada kommen. Genau. Die Mutter hat irgendwas mitgebracht. Ein Nachtisch oder sowas. Bitte keinen Käsekuchen. Maus in Schokolade. Oh. Und dann irgendwie die alte Oma, die auch eingeladen ist, einen Mäuseschwanz rauszieht mit einer Maus unten dran. Und Katzenzungen und Schweinsohren. Aber sie guckt das verwirrt an, steckt es wieder zurück in die Schokolade und geht weiter. Und ich glaube, der ernstzunehmende Polizist findet jetzt die Leiche des Jungen. Okay. Ja, warum nicht? Andererseits, ein Polizist, öffentlicher Dienst, an einem Samstag. Das stimmt, ja. Ja, doch, es ist, ja. Und irgendeinen offensichtlichen Hinweis auf die Nachbarn. Vielleicht haben sie den Jungen mit der Kuchengabel oder den Kuchendingsbums zerlegt, dass die bei ihrem Aprikosenkuchen dabei hatten und das ist ein Monogramm drauf. Das steckt noch im Schädel des Jungen. Weil dann haben wir alle Figuren jetzt an einem Ort und können das Blutbad beginnen lassen. Oh, das wird super. Der Nachbar fragt, was arbeiten Sie denn eigentlich? Wen? Den Vater. Ach so. Nicht umgekehrt? Nein, ich glaube, die Nachbarn arbeiten für die Regierung. In der Ausländerbehörde. Aber wie beschreibt der Vater denn seine Arbeit? Also ja, außer Finanzwesen, ja. Er wühlt täglich in den Tiefen des Systems. Taucht ganz tief ein in die Materie. Er schnippelt alles so zurecht, dass es passt. Im Finanzwesen. Sorgt dafür, dass alles flutscht. Und der Nachbar lacht und sagt, ach, solange sie nicht in dieser Monsterfirma arbeiten.
Währenddessen wird draußen der erste Gast vom Frankenstein-Eichhörnchen und dem Oktopushund gekillt. Ich beantrage hiermit einen eigenen Film nur über das Eichhörnchen und den Oktopushund. Das ist die Vorzeige, das wird ein Roadmovie. Ich hätte gern, dass irgendein Gast auf den Grill fällt oder geschubst wird. Was für ein Grill? Also einer mit Klappe, so ein Barbecue-mäßig Zumachdings. Können wir machen, ja. Da könnte eins der Kinder nämlich immer wieder draufhauen, die Klappe auf den Gast. Ja. Aber erst bräuchten wir dazu das Chaos. Also das Chaos fängt ja jetzt an durch den Oktopushund. Ja. Und den Polizisten, der natürlich die Anwesenden mit den Vorwürfen konfrontiert. Genau, ich würde auch sagen, ihr kommt gar nicht allein, sondern mit einer ganzen schwer bewaffneten Truppe. Ich weiß nicht. Gibt's da auf dem Land sowas? Es ist Amerika. Und weißt du was? Ja. Gut, von mir ist auch nur zwei oder so Kollegen, aber der Polizist ist Mexikaner. Und deswegen holt der neue Nachbar gleich seine Schrotflinte raus und sagt, du kommst mir nicht auf mein Grundstück. Und dann geht's los. Allerdings muss ich anmerken, dass es dieser Geschichte bislang an dunklen Keller verließen fühlt. Finde ich. Sollen wir das Eichhörnchen vom Dachboden vielleicht verlegen? Keine Chance, es ist ausgebüxt. Ja, ich meine, als es erschaffen wurde. Nee, ich finde es schon ganz, ganz passend mit dem Dachboden, weil der Dachboden ja so quasi auch näher an dem Zimmer der Kinder ist und hingegen das Kellerverlies zum Beispiel näher an der Küche der Mutter. Wie wär's, wenn wenn die Polizei halt den neuen Nachbarn niedermetzelt und viele andere auch draufgehen und dann schleppt sich der überlebende rothaarige Polizist, der hat sich im Keller versteckt und öffnet eine Tür und entdeckt, dass die Oma im Kellerverlies angekettet ist und die neuen Nachbarn waren tatsächlich böse. Oder die Mutter. Und sie schreit und dann taucht die Mutter von dem Kind, dem Rothaarigen. Und dann taucht unsere Mutter auf und haut ihr ein Messer in den Schädel und sagst, du hast mich schon immer genervt, du Miststück. Ja, ja, sowas. Und tritt sie in das Kellerverlies und macht die Tür wieder zu. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Hast du meine Schwägerin gesehen? Nein. Ja, doch. Jetzt brauchen wir nur noch Budget und Schauspieler. Ja. Oder Freiwillige. Und Meeresfrüchte. Aber ich würde sagen, wir brauchen noch eine Abschlussszene. Ich dachte, das war die Abschlussszene. Nein, ich würde sagen, am nächsten Morgen in der Kirche oh Gott, nein. Sitzt nur noch unsere Familie da und diese Oma. Die aber Kleingeld aus dem Klingelbeutel klaut, oder? Ja. Ja, dachte ich mir schon. Und überall Pfarrer, lassen die Leute ihr Zeug liegen. Und der Pfarrer erzählt irgendwas vom Kommen des göttlichen Wesens und dann bricht die Kirche oben auf und irgendein Tentakel verschlingt ihn. Und der Vater nimmt seine Kinder in den Arm und lacht und sagt so, heute können wir früher mal nach Hause. Ach, ein Film und, für die ganze Familie. Und sie gehen lachend in den Herbstuntergang. Also, naja. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir sowas machen, sollten wir uns mehr Zeit dafür nehmen. Und mitschreiben. Ja. Ja, wir haben es ja jetzt quasi als Audio-Dings. Jetzt brauchen wir nur noch eine Sekretöse, die es Trans-Dings. Ja, und dann einem Dingsbums, ja. Einem Produzenten einreicht.
Ach was, wir sind selber Produzent. Wir könnten uns einen italienischen Regisseur kaufen. Mhm. Ich habe gehört, die machen immer Hammerfilme. Ja. Was macht denn Uwe Boll zurzeit? Ach, ach. Ach, Flo. Ja. Was, Uwe Boll lebt abwechselnd in Vancouver und Mainz? Und Mainz ist gerade interessanter geworden, oder? Geht so. Du weißt, dass der Kritiker verprügelt. Aber zu dem kommen wir in einer späteren Episode noch. Okay. Ich habe da was vorbereitet. Also noch nicht ganz, sonst hätten wir schon mehr. Ja. Ach. So, Flo. Ja, Schatz. Um hier mal ein bisschen Stimmung reinzubringen, so ein bisschen jahreszeitlich relevant und so. Was ist dein Lieblings-St. Martins-Lied? Hell's Bells. Sehr gut. Was ist dein Lieblings-Karnevalslied? Das gibt's nicht. Okay.